Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grausig gemeinsam durchgegruselt The Evil Within. Prost! Zuletzt hatten wir, nachdem Joseph schon fast draufgegangen wäre, und auch Kidman fast haben wir verloren. Kidman gefunden, die war in einem Bottich voller Wasser und wir mussten haufenweise Ruhelose um sie herum wegmetzeln. Aber Grauton hat das souverän geschafft. Den zweiten Versuch? Den zweiten Versuch, ja gut, am ersten muss er erstmal gucken. Mal, hier kann man sich durch. Durchzwängen, da muss man sich durchzwängen. Ich dachte, hier wäre eine Tür gewesen. Nee, scheint so ein bisschen so ein Abfallraum zu sein. Hier liegen überall Knochen, Schädel und Leichenteile rum. Ja, und einmal durch, nochmal durch und... Dann können wir die Fackel mitnehmen? Ja. Fackel oder... Eigentlich ist Fackel besser, wa? Ja. Fackel. Ja, Fackel. Hupsa! Ach, verdammt! Ouch. Okay, Beil. Nein, nochmal. Jawoll. Okay. Und zwar einmal. Diese rote Grütze, die einmal im Haar noch klebt. Laterne an? Oder ist an? Ist sogar an. Wäre auch nicht schlecht, dass obwohl Laterne an ist, es trotzdem extrem dunkel ist. Ja, man kann es halt, indem man sich duckt, quasi bisschen, heller machen. Ja. Ein Pass. Da sind Teile. Ja, also das hier. Hatten die Viecher irgendwas? Haben wir geguckt gerade. Ja. Habt ihr irgendwas fallen lassen? Glaube nicht. Nee, dann nur abfackeln und nimm. Mit dem Abfackeln müssen wir nicht gucken, den haben wir mit dem Ball schön den Kopf weggesäbelt. Da sind Teile und Kisten und. Das ist nicht schön hier. Ach du Scheiße. Wer mietet denn sowas? Wer hat, was haben die mit dem Platz? Hast du dich gerade vor den bewegenden Kisten erschrocken? Aber warum haben sie sich denn bewegt? Einfach weil du rangekommen bist wahrscheinlich. Das schrecke mich vor allem, was bewegt. Zack. Na Jungs, hängt da ab. Oh, guck mal. Ach. Und dann verhungert dort. Böse Falle. Warum sind eigentlich Leute in der Nervenklinik immer sadistisch und böse mit den Patienten? Joseph! Woher weißt du, dass es Joseph war? Naja gut, er rennt. Er weiß ja, dass sie unten sind. Ich glaube, da geht's weiß. Gleich in den Abgrund. Da drin geht's ja hoch. Ausgegner? Oder unsichtbare. Kidman, wo bist du? Schöpfen durch oder oben rauf? Das ist eine gute Frage. Och nee. Unten durch erstmal. Ach nee. Ah, es führt beides zum selben Zielort. Ja. Kann nicht oben rüber, weil hier liegt nichts. Boah. Ja, lecker, lecker, lecker. Außerdem kann ich mich hier oben schnell bewegen. Das ist praktisch, ja. Kann ich auch ein bitterer Fehler sein, dass man unten durchgeht. Die quasi die Ekelbereitschaft belohnen, wenn kein Gegner kommt. Ja. Aber guck mal, hier oben werden wir belohnt mit Grütze und 5 Schuss, aber wir haben leider voll. Einen 13. Schuss haben wir jetzt schon liegen lassen, ja. Weil wir voll waren. Bevor wir Kapazität noch mehr erhöhen, meine Güte. Ich mal noch mal um und schauen wir bitte noch mal nach rechts. Also jetzt von jetzt links jetzt. Da noch mal unten. Ja. Aha. Bleh. Der wirklich dann so beherzt immer reintaucht, ey. Ja. Warte mal links. Links, 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 links. Links. Oder? Wirklich unten drunter nischt. Ich schau mal noch nach Statuen, ob irgendwas nach einer Statue aussieht. Ja, hier ist aber wirklich nicht. Sieht nicht danach aus, ne. War nur jetzt eine Glibber. Aber immerhin nochmal Glibber gerückt. Stopp. Hinten, rechts, rechts. Rechts. Ja, ich wollte ja nur nochmal. Da. Hallo? Ist wer hier? Keine. Teilung lieber. Links. Dieselben.
Und kann es sein, dass sie wirklich immer gleich. Ja, guck mal, ist immer wirklich das genau dasselbe. Geil. Da haben sie einfach mal Copy-Paste gemacht. Schweine. Faule, faule Programmierer. Also wirklich, was sollen wir? Okay, du musst da runter. Gut. Halt durch! Halt noch ein bisschen länger durch. Nein, hier ist nichts. Nochmal, nochmal. Achso, hier links? Nee. Nix. Wann ist er denn gekommen in der Zeit? Na gut, ich bin ziemlich hier drin dran. Schnell hin, schnell hin, schnell hin, schnell hin! Ah, scheiße! Nein! Jetzt komm schon! Oh. Och, meine Fresse! Och, na! Mann. Du hast den Hinteren erwischt! Ja, einmal. Ein Schuss noch, du musst nachladen. Och man! Platsch! Hast du was? Ja? Ja. Oder? Das war wieder viel zu viel Schuss. Naja. Ich will wieder hoch! Da lag der Muni! Ja, der Revolver ist echt nicht mein Steckenpferd. Der Armbrust treffe ich. Joseph! Oder Kidman? Mehr helfen mal? Sebastian, das war Kidman! Ich glaube, du hättest hier einfach jetzt Schleich und Stealth-Kill machen können. Stimmt, ich habe wegen dem ganzen Terror in letzter Zeit habe ich ganz vergessen, dass man stealthen kann. Wir können schleichen? Jawohl! Nix. Aber Joseph ist auch da, der verliert auf jeden Fall Leben. Ach, beide sind da! Komm mal. Der hat uns gemerkt. Ah, komm mal in meine Richtung. Fetten. Ach, eine fette Axt hat er. Oh, er hat doch, das hat weh. Oh, nein, nein, schnell, 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 nein! Ah, du Schwein! Ja, hier war ja ein Kontrollpunkt. Jetzt weiß ich ja. Du Schwein! Sie haben Joseph getötet! Ja, schon mal gestorben. Wieder. Wir haben Joseph getötet! Schon wieder. Ihr Schweine. Geht doch. Das kam als Hauspark so lange nicht. Stopp! Hinten rechts. Her. Hui! Ja, jetzt mit vollem Selbstbewusstsein. Ach Leute, wie geht's? Stimmt. Jetzt müssen wir schon mal gleich hinrennen und einfach abfackeln. Ja. Ja, hier fühlt so ein blödes. Okay. Geronimo! Röder! Und Stürming! Halt doch! Burn! Burn, bitch, burn! So. Und schon weiter. Yes. Der. Der. Ja, ja. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ah. Fuck, er hat dich gesehen. Oh. Das dazu. Jeder ja. Ah. Ach, fuck, wir sind schon verletzt. Das läuft. Das waren doch eben nicht so viele. Haben wir eben länger gebraucht. Doch, die sind aber alle gerade weg. Jetzt sind sie erstmal zu Joseph gehört. Oh, Mann. Schon. Ach. Woo. Oh, da. Och, komm. Oh. Nein! Oh, Mann! Oh Gott! Nein, nein, lass nicht! Mach's nicht! Mach's nicht! Doch, ich will es jetzt gleich nochmal besser machen. Platze! Platze! Zack! Und ich sage, ich find's ein bisschen schade, dass sie nur für die, sag mal, Boss oder Special-Gegner so eine Todesanimation extra gemacht haben. Ja. Also, ich meine, jetzt mit der Sense zum Beispiel wäre es, ich sag mal, cool gewesen. Wenn jetzt zum Beispiel unser Kopf abgeflogen wäre oder ein Arm abgetrennt oder sowas. Weil die Necromorphs und Dead Space hat auch jeder für den Isaac eine schöne Todesanimation. Schön war das. Ja, das waren noch schöne Zeiten. Könnt ihr mal aufhören, immer Türen von mir zuzumachen. Können wir nochmal eine Spitze reinjagen? Ja, na, vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Wir haben jetzt 4, ja. Und vielleicht dann in den großen Raum dann gleich die Armbrust rauspacken und dann. Ja. Ihr könnt euch mal versuchen mit den Leuchtbolzen ne, einfach alles fertig killen. Burn! Oh, du burnst auf. Burn. So. Ja. Nicht die Harpune. Doch, einen kann ich ja schon mal. Ja, voll daneben. Wow.
Ich bin brillant! Wirklich! Und ein Wasser! Platsch! Ja. Direkt in den Rand packen. Ja, aber ich hab einen dahinter erwischt. Platsch! Weil ich habe ja gesehen, dass die anderen auch kommen. Achso, war noch einer? Okay. Ja. Okay, der hat echt zerfetzt. Oh, guck mal, Flipper. Willkommen, Lake Joseph! Hallo, Fetti! Oh, jetzt Sprengding! Ach ja. Platsch! Was, der Fett hat überlebt? Jetzt nicht mehr. Platsch. So. Ja, besserer Versuch. Alles okay bei euch? Alles klar. Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. 100. Toll. Einmal Joseph heilen. Ja. Joseph, wo bist du? Da. Erzählen. Er kümmert sich wieder um die Tür. Hey, Kidman, wie geht's? Können wir mit Kidman reden? Jawohl. Wenn du nicht gekommen wärst. Sie hat uns die sexuelle Belästigung verziehen. Ja. Keine Sorge, Baby. Bei uns bist du sicher. Und jetzt hat sie es wieder nicht verziehen. Hey, Joseph. Was liegt an, Mann? Von der anderen Seite aus verschlossen. Sebastian, vielleicht können wir sie anheben, sodass Kidman durchpasst und sie dann von drüben öffnet. Wir zählen auf dich. Alles klar. Der Junior Detective darf was machen. Die wollen ja nur können wir das Kidman stimmen? Die wollen ja nur auf den Arsch gucken. Oh nein, das ist ein echter Gentleman. Sie lassen die Augen oben. Ja. Platsch! Dann hätte man es so gut begründen können. Ja, ich muss doch gucken, dass meine Hände nicht ins Zittern kommen. Ja, ich glaube, wir dürfen jetzt warten. Weiter jetzt. Achso, da drüben die Tür. Komm mal raus. Brava, Junior Detective. So, kommst du mit uns, Detective? Kidman wollte ich nicht sagen, aber egal. Solange die Chance besteht, dass man schleichen kann. Ich war ja zu den Harpunen. So. Sind wir auch mal bei der, wenn ich herstellen. Warum wird Kidman uns nicht in der Leiste angezeigt? Gott sei Dank, ihr seid okay. Es ist komisch. Warum würden die dich fangen und nicht töten wollen? Vielleicht sieht er mich nicht als Bedrohung. Er? Fuck. Was zum? Oh nein. Nein. Back. Au. Ach nein, wir sind wieder in der Albtraumwelt, kann das sein? Was, die Geisterwelt auf jeden Fall wieder? Dieser Türen. Also immer wenn wir hier sind, dann... Also das ist immer die Albtraumwelt. Das andere scheint so ein bisschen das Realere zu sein. Immer überall. Naja. Die blutigen Handabdrücke. Ja. Und da ist wieder die Tür mit so einem Siegel. Und Spiegelraum. Nee. Ich denk mal die Tür gleich. Ja, aber. Ach so. Ja gut, wir kommen ja eigentlich immer da wieder raus. Oder? Ja. Oh Gott, Mannequin-Figur. Ein Tagebuch. Hochzeitseinladung. Detective Sebastian Castellanos. Okay, also doch Sebastian sagen. Detective Sebastian Castellanos. Kannst auch Sebastiano. Castellanos. Sebastian Castellanos. Und Detective Myra Hansen. Würden sich sehr über deine Anwesenheit bei ihrer Hochzeit am Samstag, den 17. September 2005 und 12.30 Uhr im The Went Gott. Es tut mir leid. Im Veranda Hotel. Meine Fresse. Das Veranda Hotel, meine Güte. In Crimson City, Freunde. Im Anschluss gibt es einen Empfang. Autsch. So viel zu den 40er Jahren. Die du meintest, ja. Ne? Hatte ich irgendwo gehört, war falsch. Ich sag doch, ich glaube, diese Welten, wo wir sind, das ist wahrscheinlich so 40er Jahre. Mir gefällt das nicht. Bitte lass jetzt keine Puppen erscheinen, ey. Ich hasse diese Dinger. Vor allem Mannequin-Figuren. Ich hab die Viecher schon mal. Ja. Haben Sie etwas vergessen? Vielleicht. Ich hab die Dinger schon mal Soundtrip gehasst. Fernando. Fernando Cabrera. Ein Psychiatriepatient, der aus der
Ich wollte gerade Bacon vorlesen. Aus der Beacon Nervenklinik geflohen ist. Er ist krank und muss rund um die Uhr betreut werden. Fernando Cabrera. Vielleicht ein anderer Patient vom Doc. Gemeindemitglied gefunden. Vermisstes Gemeindemitglied in Nervenklinik gefunden. Unfassbare Entschuldigungen. Gemeindemitglied Fernando Cabrera war 8 Jahre lang verschollen, wurde jetzt in der Beacon Nervenklinik gefunden. Er behauptet, die Gemeinde sei eine Art Kult gewesen. Also alles Hinweise darauf, dass in dieser Nervenklinik wirklich alles schiefgelaufen ist. Patienten wurden misshandelt. Vor allem auch, ne? Er ist aus der Nervenklinik geflohen und wurde jetzt in der Nervenklinik gefunden. Wahrscheinlich haben sie ihn wieder eingefangen und dann, als die Nervenklinik vielleicht geschlossen wurde oder so, haben sie ihn da gefunden. Wir haben auch einen Schlüssel. Ja, guck nur, immer kontrollieren. Ist zwar wahrscheinlich nichts, aber. Man weiß ja nie. Da steht unser Kaffee, unser Klöchen. Kaffee und Klo vertragen sich gut. Wahrscheinlich sind wir sogar selber eingeliefert worden bei der Nervenklinik. Weißt du, vielleicht sind wir auch eine Seite von Leslie. Das könnte doch sein. Was ist, wenn Leslie halt gespaltene Persönlichkeit ist? Leslie ist unser eigentliches Ich. Wir als Sebastian Castellanos sind seine gute Seite, seine starke Seite. Und der Rubik ist seine dunkle und böse Seite. Und auch starke Seite. Naja. Sogar eine stärkere Seite. Das könnte auch sein. Sie auftreten, macht er nicht auf. Bei mir meckern, dass ich die Flasche kaputt mache, aber jetzt willst du bei ihr die Tür eintreten. Ich wollte mich jetzt deinem Verhalten anpassen. Ach so, okay. So. Schrotflintenmuni, die letzten 2 können wir mitnehmen. X. So, sehr schön. Und Glimmer! 5000! Sehr schön. Ich finde dieses Prinzip mit den Schlüsseln echt cool. Ja. Mag ich auch. So. Dann können wir wieder ein bisschen was upgraden. So. 11.000 Glibber. Ist doch schon mal sehr gut. Ah, jetzt wurde ich nicht mehr getroffen. Hätte ich die Spitze nicht genommen, hätte ich jetzt Gesundheit upgraden können und dann... Ja. Schade. Ja, lassen wir es so noch. Ja, das ist eigentlich gerade erstmal ganz okay so, ne? Außer halt der Revolver ist irgendwie immer... Vielleicht nochmal Revolver auf 20 erhöhen. Jetzt lassen wir es erstmal wieder, bis wir wieder zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, okay, wir hätten doch noch mehr holen sollen. Die werden halt schon ziemlich krass am Ende, ne? Ja. Ich würde sagen, wir grinden jetzt auf wir grinden jetzt so schnell wie möglich. Das ist der andere Effekt, hier mehr... Na, dass der Schaden noch höher wird. Und Schaden der Radius, da ist ebenfalls Dauer und Radius. Dauer, Quatsch, Radius meine ich. Und Dauer. Bandbolzer haben wir es jetzt noch gar nicht. Na doch, haben wir schon mal verwendet, aber noch nicht so gut. Die Harpunen erstmal. Ich würde sagen, die Harpunen. Ist eine Frage, wie viel kostet Stufe 5, ne? Aber wenn wir sie haben, dann brennen wir sie halt gleich ab. Deswegen, ist nicht schlecht. Oh, scheint gar nicht mehr so toll. Ja. Au! Ja, von 160 auf 240, da wollen sie gleich. Wie viel war es? 14.000? 10.000. Ach, 10.000. Und das nächste wahrscheinlich in 15.000. Oder 20.000. Ja, wir haben noch 4.000. 20. 20 wäre schön. Ja gut, Schrotflinte, der Schaden ist eigentlich schon ganz gut. Ja, das geht natürlich auch. Achso, den kritischen müssen wir einfach im Revolver noch erhöhen, ne? Da über 50 hochkommt. Was haben wir noch hier? Nahkampfschaden. Ja, ist natürlich, ne, wenn man ihn auf 240% hat, aber man muss sich ja so ein bisschen, man muss ja Sachen aussortieren. Und dementsprechend würde ich jetzt das erstmal so, einfach die 4000 behalten und dann erstmal voll auf die Harpunen gehen. Was haben wir Reserve noch? Haben wir da irgendwas? Das wollen wir nicht. 6000, abgeschlossen. Ja, gut, Granaten brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Spritzen abgeschlossen. Ah, 5000. Ich dachte, jetzt können wir vielleicht Streichhölzer verwenden. Nehmen wir erstmal auf. Na gut, dann gehen wir doch. Gut, dann gehen wir. Das Gehirn wird immer durchlöcherter und damit immer besser. So wie bei uns. Ein weiterer Hinweis darauf, dass es alles unserer Psyche eigentlich nur spielt, denn uns werden Nadeln in den Kopf gerammt und unsere Waffen werden besser. Ja.
So, dann haben wir jetzt 20 Folgen hinter uns. Und beim nächsten Mal ist The Ramen wieder dran. Yay. Und dann wird hoffentlich Kapitel 5 endlich mal beendet. Ja, mal gucken, was noch passiert. Ich denke mal wirklich, dass jetzt bald noch ein Endgegner kommt und dann ist erst Kapitel 5 beendet. Ja. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, euer Gauton. Und also Ramen. Ciao.